erzählt, dass das wurde umschrieben mit irgendwas anderem. In einer Show sozusagen eingewachsen und also wir haben Gott sei Dank einen guten Tierarzt, der hat das so hingekriegt, dass man diese Pfote nicht, also diese Zehe nicht amputieren musste. Also wirklich spitzenmäßig gelaufen, hat man echt Glück gehabt. Das kann der nochmal eine. Ehrlich, da geht er mal hin. Da kann ich sie auch einer doch schon. Das schaut fast aus wie Mann. Du, weil jetzt was veranstaltet worden ist, dass er sich bewegt, aber es kam kein Leckerli. Ah. Aber jetzt kommt es gleich mit dem Leckerchen. Oh, der ist aber eigentlich. Ja. Hey, gib mir was. Und mit Leckerli kann man sich gut bewegen. Wenn ich dünn mache, dann kommt der Kuriko, oder? Langsam, Digga. Wie elegant. Ja, wissen, dass er mir jetzt alle zuschaut. Ja? Schmeiß dich doch mal einmal in Pose. Otto. 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 Otto, finde ich gut. Da war die immer nur auf meiner CD oder DVD. Was ist denn jetzt, Schatzi? Hm? Ja, ist so warm heute, ne? Schwül. Aber ich gebe dir bald Futter, ne? Um 5, Schatzi. Aber mit einer 17 Jahre bist du noch ganz gut beieinander gekommen. Weil da haben sie aus Versehen eine Kiste genommen, wo nicht einmal außen ein Holz rum war, sondern war eine reine Gitterbox. Das ist, zählt zur Familie der Mutter und die unterteilt sich dann wieder in die